So, es geht weiter mit dem Duell mit dem ersten FC Köln. Da wollen wir natürlich wieder ein bisschen in die Erfolgsspur reingehen. Und das heißt mit dem Sieg im Idealfall Turnierpreisgeld. Wir haben ein paar Tausend bekommen wegen dem einzigen Pokal, wenn man 332.000 haben oder nicht haben. Und ja, den Weg mit. So. Danach geht's gegen Bergamo weiter. Okay. Nehmen wir mal kurz in die Pressekonferenz vor dem Ligaspiel. Spieltag Nummer 10 steht an. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Oh Gott, ja, natürlich, klar. So, eigentlich ist mir die Moral vom FC total scheißegal, weil wir gehen auf. Ich konzentriere mich auf meine eigene Leistung oder auf unsere Leistung und alles andere ist dann einfach mit anders mal wurscht. So. Ich bin mal dabei. Zeit bleibt uns nicht mehr. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. So, okay, gehen wir rein ins Match. Auf geht's. So. Naja, schauen wir mal. Gehen wir mal rein oder schauen wir mal, wie es läuft. Ich warte jetzt nur gerade ganz kurz. Jetzt. Heute freuen wir uns auf eine Partie, die mit Sicherheit einiges zu bieten hat, die es in sich hat. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Köln. Danke. Da wollen wir natürlich heute wieder gewinnen, nach dem Unentschieden in Freiburg. Wollen wir heute wieder eine neue Siegesserie in der Liga starten. Das ist wie gesagt Spieltag Nummer 10. So straight geht's Richtung Winterpause. Nächster Gegner ist in Altona morgen. Das Rückspiel. Das Hinspiel haben wir 5-2 in Bergamo gewonnen. Aber jetzt kurz ich mich erstmal auf die Liga. Zwei interessante Mannschaften, so vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Von ihm erwarten wir heute einiges. Und er kann so einiges auch machen. Auf seinen Auftritt können wir uns freuen. Stefan Sech, die Nummer 24. Danny Da Costa, die Nummer 6. Maximilian Arnold, die Nummer 8. Danny Latzer, die Nummer 23. Die Anfangsformation der Schalker. Im Tor ist Manuel Neuer. Stefan Savic spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und vorne soll es bei Ihnen am heutigen Tage ein einzelner Stürmer richten. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des ersten FC Köln heute.
Auf der anderen Seite das ist ebenfalls ein 4-5-1, auch sehr offensiv ausgerichtet. Das kann uns ja nur recht sein. Richtig. Naja, schauen wir mal, wie es läuft. Auf geht's. Halbzeit Nummer 1, also angestoßen. Und heute mal ein bisschen mehr souveräner als gegen Bochum. Also gegen Bochum war okay, aber jetzt gegen Freiburg war ja mehr als verdient, so ein Marco Richter. Sein Angebot ist von uns abgesehen worden. Also, was Chelsea hat gesagt, nö, 120 Millionen sind uns zu viel. Ist mir egal, ich hab ihn und bin froh, dass ich ihn noch behalten darf. Aber ich glaube, 120 Millionen wäre ich, glaube ich, eingeknickt. Also, er hat Marke von 88 Millionen. Ich habe, glaube ich, gefühlt drei. Mit gefühlt für 30 gekriegt und. Da erobert er den Ball. Er versucht's. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden. Ja. War ein Versuch. Ecke kommt. Die Ecke kommt rein. Definitiv. Das sind bisher leider nicht die Leistungen, die wir von den Bayern kennen. Ne? Ich glaube, die werden. Können Sie die Führung machen? Also, wo Bayern nur 10. mit 11 Punkten. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal in der nächsten Runde. Beziehungsweise nicht in der nächsten Runde, sondern in Führung gegangen. Auf jeden Fall führen wir jetzt 1-0 schon mal. Mit seinem 8. Saisontor. Schalke 04 liegt in Führung. So. Ah, der kommt ein bisschen was nach außen. Es war eigentlich anders geplant, aber okay. Ja. Das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ah. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Jetzt ist die Kugel weg. Da Costa. Das ist natürlich kein Abseits, glaube ich. Zumindest war keines. Da können Sie erstmal klären. Duda. Er passt ihn auf den Flügel. Sehr gut aufgepasst. Ja. Jetzt können Sie einbinden. Ball gespielt, ganz klar. Ballverlust dann doch noch irgendwie. André Duda. Hereingabe in die Mitte. Ah, klasse geklärt. Ach. Ja, das ist fast zu durchsichtig. Ja. Weg ist der Ball. Könnte der Ausgleich werden. Savic kommt nicht hinterher. Elvedi kann es klären. Goffbach geht in Seiten aus, gibt Einwurf. Paulinho. Hm. Weg ist der Ball. Ja, Köln macht es jetzt wieder gut. Wir führen wieder mit 1-0 und kriegst wieder nicht. Jetzt wird der Gegner wieder stärker. Das ist das jetzt in den letzten Partien so häufig passiert. Und kann klären. Da trennt er ihn vom Ball. Flanke ist da, aber Neuer faustet den Ball aus der Gefahrenzone. Ballgewinn, gefährliche Position. Und wieder Ballverlust. Also wir kriegen es gerade nicht hin. Chance zur Flanke jetzt. Jetzt habe ich ihn mal. Erstmal ist die Gefahr bereinigt. In Sachen Ballbesitz ist Schalke hier in diesem Spiel das deutlich schwächere Team. Ja eben, aber wir führen mit 1-0 und wir haben jetzt eine Chance, dass Marco Richter mit ein bisschen Tempo vorbei ranzukommen. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Hätte auch gefährlich werden können, aber das machen die Kölner momentan. Sehr gut. So langsam wird's gefährlich. Latza. Keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. Und die Schuss ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Und wieder kriegen sie Kölner geklärt. Das ist mir. Gefällt mir momentan überhaupt nicht, was wir da zusammenspielen. Und das ist jetzt irgendwann mal auch fällig der Ausgleich für die Schalker, für die Kölner. 41. Minute. Lucas Alario.
Richtig, und den hatte ich auch eingehen. Da habe ich gedacht, oh, den haut der schön, legt der oben mal rein, aber das war nicht der Fall. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Nachspielzeit ist angezeigt, es gibt noch eine Minute oben drauf. Hab ihn. Und dann ist Pause. Zur Pause steht es 1:0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. So, also, mal gucken, wie es mit der zweiten Halbzeit weitergeht. Der FC mit dem Anstoß, es geht weiter. Ja, der zweite Abschnitt läuft. Ah. Jetzt mal Riedle Baku. Ah, fast wieder so ein Ballverlust. Das ist, momentan funktioniert es nicht. Baku, Da Costa. Als nächstes steht dieses Spiel in der UEFA Champions League an. Ja, das sehen wir uns dann morgen an. Alario erstmal. Alario! Und Costa war dran. Der Ball kommt rein. Sie haben diese Partie jetzt doch. Endlich. Endlich 2-0, 54. Zusätzlich Selbstvertrauen. Alario. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. So, auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen. 54. Minute. Hab dich, aber erstmal einmal für den FC. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ja, gut gemacht da. Ein bisschen mehr neu aufbauen. André Duda. Jetzt war die Kölner mal drum. Ah, da kommt nicht, kriegt den Ball nicht verarbeitet. Korea. Und Tor. Aber das haben sie trotzdem gut gemacht. Muss man sagen, haben sie sehr gut rausgespielt am Ende. Nochmal das Tor. Da kommt die Flanke. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zu. Ja, da hat Riedle Baku, der eigentlich Außenverteidiger ist, gepennt. Nur noch 1:2, 61. Minute. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, also es ist noch nicht durch. Eigentlich war mit dem 2 noch ein bisschen Ruhe drin, aber da kamen die Kölner zurück. Korea kommt nicht, kann ich nicht. Oder Gustens kann sich nicht gegen Korea behaupten. So ist es richtig rum. Wird Einwurf geben. Und wie geht es für den 1. FC Köln weiter? Der VfL Wolfsburg ist der Gegner im nächsten Match. Und jetzt haben wir Paulinho, der jetzt mal. Und nicht das Mal 3-1. Ich damit. Erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Korea gegen Gustens. Ja, wie gesagt, nochmal, der hat ein bisschen Probleme gerade, sondern. Er holt sich den Ball. Ach, Mann. Da Costa. Ach, das ist zu weit. Kurzer Blick zu. Ja, schön gemacht, Arnold dazwischen.
Konter läuft über die rechte Seite bei Maximilian Arnold. Und warum muss er den nicht einfach, den braucht er nur aber Richtung Tor zu bringen. Dann wird das wahrscheinlich gefährlich werden. Aber okay, weiter geht's. Richter. Es steht, wie gesagt, nur 2-1. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Schöner Steilpass. Jonas Dabu. Oh, der neue Atem. Ball hält er fest. Gute Aktion. Nico Elvedi. Paulinho. Ah, da kommt aber auch keiner mit. Und dann kommt so ein Ball nicht an. FC Köln mit dem Einwurf. Noch geben sie hier nicht auf. Sie wechseln offensiv. Ich bin gespannt, ob sie mit ihm und durch ihn die Niederlage abwenden können. Neu im Spiel. Die Nummer 9. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Erneut so ein hervorragender Pass. Köln kommt jetzt. Also es nur 0 zu, es steht nur noch 2-1 für die Schalker. Ne, das ist es halt einfach. Jetzt schon wieder so ein Ding zu verlieren oder zumindest auf Unentschieden zu stellen. Ich wechsle jetzt natürlich durch. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Den Ball kann er klären. Ja, dann ist durch. Das war ganz, ganz wichtig, dieser 2-1 von dieser knappe Erfolg in Kölner. Sie haben eine gute Leistung gezeigt, spielerisch wirklich überzeugend. Also, sagen wir mal, souverän war anders. Köln hat gut gespielt, muss man sagen. Es geht in Ordnung, diese 3 Punkte, aber wir müssen gewarnt sein. Na gut, damit sagen wir mal Feierabend. Wir sind zu der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Duell mit Bergamo.